Porsche-Wollenburg, runter aufwärts, Kilometer 11. Wenn Ferdinand Friedrichs diese Funkansage durchgibt, ist es bis zu seinem Ziel nicht mehr weit. Der Binnenschiffer ist auf dem Weg zum Agravis Mischfutterwerk in Oldenburg. Vorbei am Weserstrand, kleinen Häusern und Schafen, fährt er die Weser und Hunter aufwärts. Zu 96% sind wir zwischen Oldenburg und Brake am Pendeln. Futtermittel oder Getreide für die Agravis. Und dann sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach Oldenburg mit 1000 Tonnen Mais. Die hat er am Morgen in Brake, dem größten Importhafen für Futtermittel in Deutschland, geladen. Gut 2 Stunden hat das gedauert. Dann war der Mais an Bord. Ferdinand Friedrichs und seine Frau Ariane Kranenburg fahren ausschließlich für die Agravis. So wie schon Friedrichs Vater. Es ist meine, quasi wie meine Kinderstube, wie mein Zuhause. Was ich zu Hause als Zuhause habe, empfinde ich eigentlich mehr an Bord. Und der Garten, das ist dann quasi mehr die Agravis. So würde ich das vielleicht bezeichnen. Man sieht das ganze Werk ja die ganzen Jahre wachsen. Es hat sich wohl vieles geändert, aber irgendwo, ja, das Herz, das schlägt da schon für. Ich fühle mich, auch wenn ich kein direkter Agravis-Mitarbeiter bin, fühle mich doch wie ein Agravis-Mitarbeiter, würde ich sagen. Fast 365 Tage im Jahr lebt das Ehepaar an Bord. Arbeiten und Privatleben sind mit den Jahren verschmolzen. Denn bei den beiden dreht sich seit Kindertagen alles um Schiff. Dieses Schiff haben wir jetzt in der Familie seit 1981, wo ich an Bord gegangen bin. In der Zeit haben wir es dreimal verlängert. Wir sind mit 715 Tonnen angefangen, bei 62 Meter Länge. Zurzeit 85 Meter bei 1085 Tonnen und 1800 Kubik, was in der Futtermittelfahrerei eigentlich sehr wichtig ist. Und auch wenn die Fahrstrecken oft nur 3 bis 4 Stunden dauern, die Arbeit auf dem Schiff nimmt selten ein Ende. Wenn wir nicht gerade am Fahren sind, ja, es gibt viel zu tun. Beladen Schiff von außen sauber machen. Wir haben vorne noch einen Maschinenraum, wir haben hinten einen Maschinenraum. Motorpflege, Hege und Pflege immer gern getan. Im Sommer können wir entrosten, wieder neu malen. Im Winter fällt das mehr flach. Wenn wir leer sind, müssen wir wieder in die Räume rein, die Räume sauber machen. Während der 48-Jährige das Schiff steuert, kümmert sich seine Frau Ariane um den Haushalt. Die gebürtige Niederländerin liebt das Leben an Bord. Also in unserer Wohnung haben wir alles, was man braucht. Also man kann duschen, man kann auf Toilette gehen, man kann waschen. Ich habe eine Waschmaschine. Kochen kann man, habe einen Gas-Thermal, also einen Ofen, man kann was backen und ein Bett. Und mehr brauchen wir nicht. Also klein Wohnzimmer, Fernseher. Das, was jeder zu Hause hat, haben wir eigentlich auch. Nur halt ein bisschen kleiner. Und das reicht. Das Agraviswerk Oldenburg ist schon vom Weiten zu erkennen. Ferdinand Friedrichs muss nun nach einem Anlegeplatz Ausschau halten. Denn bis sie die Ladung löschen können, wird es ein paar Tage dauern. Zunächst müssen die Ergebnisse der Qualitätsproben vorliegen.